Hast du das Studio gesehen? Das Studio? Von Dave? Sehr, sehr cool. Oh, Mickey Mickelson ist dabei. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Denken alle Streamer gleich. The Studio, let's go. Hat Dave ins Leben gerufen, der Ehrenbruder. Komisch sein. Ja. Ja. Ich glaube, ich würde mental komplett kaputt gehen. Ich muss ein Mensch sein, der grundsätzlich immer glücklich ist. Das heißt, du findest unfair, dass du viel verdienst? Ja. Mickey, wir sind so. Geiles Format, Mann. Wieso war ich denn nicht dabei? Du warst eingeladen, ich auch, du Dummkopf. Du warst eingeladen. Ich war nicht eingeladen, Mann. Ich hab Dave gesagt, ich feier sowas. Der soll mich halt mal einladen. Alter, der hat dich eingeladen und mich auch. Und wir sind beide nicht gekommen, weil wir was anderes gemacht haben. Was haben wir gemacht? Wir haben irgendwas zusammen gestreamt, glaube ich. Wir haben irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir sind beide nicht da gewesen. Wegen irgendwas. Wegen dem gleichen Ding. Ich weiß nicht mehr, wegen was. Ich glaube, es war ein Produktplacement oder sowas, Max. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir waren auf jeden Fall weird. Wir waren beide eingeladen, aber wir sind beide nicht hingegangen. Okay, let's go. Nächste Staffel. Geladen, um herauszufinden, ob alle gleich denken. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne einen Like da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du keins der folgenden Videos verpassen willst. Oh, die Stimme finde ich sehr sympathisch. Hallo, wir beginnen direkt mit der ersten Aussage. Das Gehalt von Streamern ist fair oder angemessen? Oh, interessant. Die Frage ist super, super schwer, weil die Frage ist halt angemessen oder halt im Vergleich zu anderen ist es da fair. Und aber die Frage halt ist es... Was würdest du sagen? Findest du das Gehalt von Streamern angemessen? Ähnlich wie Fußballer, aber es ist halt der Wert der Reichweite. Es ist blöd. Ja, genau. Das ist, also ich sage, es ist absolut nicht angemessen für die Tätigkeit, die wir haben. Für die Tätigkeit ist es absolut nicht angemessen. Ja, für die Tätigkeit nicht, genau. Für die Tätigkeit überhaupt nicht angemessen. Für das, was wir tun, das ist leichte körperliche Entertainment-Arbeit. Wir sitzen hier und erzählen euch einen vom Pferd und machen ein bisschen hi-ha-ha-hu und alle lachen am Ende des Tages. Aber dafür haben wir nicht so viel Kohle verdient. Absolut, absolut unterschreibe ich das so. Aber das stimmt. Warum wir ja so viel bekommen, ist ja tatsächlich die Reichweite, die vergütet wird und natürlich unsere Community, die uns unfassbar krass den Rücken stärkt und mitverantwortlich dafür ist, dass wir so viel Geld verdienen. Das ist ja so. Also die Community... Ja. Subben uns, unterstützen uns, wie auch immer, tragen uns durch. Und es klingt blöd, aber wir können ja nichts dafür. Versteht ihr? Es ist so. Ja, es ist, man muss da auch einfach. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein gutes Beispiel, ich habe keinen Headset-Partner. Hätte ich jetzt einen Headset-Partner. Mhm. Sennheiser Gaming gibt es ja nicht mehr. Ja. Wenn man ein Headset hat und die Leute sehen, oh, die fragen die ganze Zeit, was hast du für ein Headset, was hast du hier, man packt das in die Panels, macht vielleicht einmal im Monat ein Gewinnspiel und dadurch verkauft oder ist der Ruf besser von Sennheiser und sie verkaufen mehr Headsets, sagen wir im Monat im Wert von 20.000 Euro, nur durch mich, nur durch meinen Link, dann sage ich, okay, von den 20.000 Euro könnt ihr jetzt sagen, oh, ich will ein faires Gehalt haben, ich möchte nur 200 Euro im Monat von euch bekommen, für das Headset und die anderen 19.800 landen bei Sennheiser, wäre ja ultra low, deswegen muss man da gut verhandeln und dann wird das irgendwie aufgeteilt. Und wenn du dann auf einmal 4.000 Euro im Monat bekommst, weil ich ein scheiß Headset trage, was ich eh trage, dann ist das schon unfassbar viel Geld und noch allein nur, dass ich ein scheiß Headset trage, verdiene ich schon mehr als die meisten. Ultra unfair. Aber was soll ich denn? Das ist der Wert der Reichweite. Da kann ich nichts für. Die Leute sehen mich und das Headset und wollen das Headset dann auch haben und das kostet Geld. Und das ist ja nur beim Headset so. Das ist ja bei allen möglichen Partnern, bei allen möglichen Interaktionen oder wenn wir Sachen zocken oder was weiß ich. Ja. Es ist einfach so und so entsteht der Wert. Wir sind halt eine Werbefläche da in dem Fall. Also wir haben halt genau das. So, das ist halt das Ding. Also dafür, wir kriegen jetzt 20.000 Euro nicht dafür, dass wir das Headset tragen, sondern dafür, dass wir das tragen, während wir streamen. Genau. Ja, das ist ja genau das. Ja. Das ist angemessen und ich finde es angemessen, ob es fair gegenüber anderen Berufen ist, die zum Beispiel unterbezahlt sind, ist halt die andere Frage. Nein, aber jeder, der sein Geld mit Streaming verdient, hat da auch sau viel Zeit, Energie und Lebensinhalt und Lebenssinn reingesteckt. Klar, der Aufbau und so weiter und so fort spielt da natürlich auch rein. Aber es sind ja auch nicht alle. Wie viele Streamer verdienen 20 Euro im Monat? Ja, erstmal das. Aber auch da wieder, muss ich ganz ehrlich da auch mit Antonia ein bisschen widersprechen, jemand, der sich in der Unternehmensstruktur jahrelang hochgearbeitet hat, sag ich mal, es gibt auch sicherlich in Unternehmen Berufe, die unfassbar viel bekommen, die auch eine große Verantwortung haben und die da lange darauf hingearbeitet haben und trotzdem ist wahrscheinlich die Bezahlung der trotzdem nicht fair, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, ja. Und dann finde ich es eigentlich schon fair. Also ich würde sagen, rein wirtschaftlich gesehen kriegst du halt das wieder, was du leistest. Also wenn du halt einen großen wirtschaftlichen Einfluss drauf hast,
und quasi zum Beispiel bei einer Firma, keine Ahnung, eine Kampagne 100, 200.000 Umsatz generierst, warum soll ich da nicht dann auch davon viel abkriegen? So, weil ich habe ja mit dafür gesorgt. Ich würde tatsächlich auch immer noch streamen und das Ganze durchziehen, wenn ich nur noch ein Drittel oder ein Viertel von dem kriegen würde, was ich jetzt kriege. Das würden wir aber alle machen, weil Streaming ist einfach geil und Streaming macht einfach Spaß und es ist einfach big fucking nice, mit der Community zu viben und hier zu hängen. Und dann auch noch so Aktionen wie heute umzusetzen, es gibt nichts Geileres, no joke. Also das ist das Ding, das viele Leute, glaube ich, gar nicht sehen. Keiner von uns macht das hier für die Kohle, cause wir alle, we don't come from money, so wisst ihr, was ich meine. Wir machen das alle, weil wir fucking Bock drauf haben und weil es einfach nice ist, hier zu sitzen und Scheiße zu erzählen und damit Leute zu unterhalten und eine geile Zeit zu haben. Punkt. Revi ist da ein gutes Beispiel. Revi ist jetzt irgendwie schon 8 Jahre in der Szene, hat unfassbar erfolgreich über all die Jahre. Du hast ja so einen Haufen Kohle schon zusammengehortet, dass du nie wieder ein Stream machen müsstest oder ein YouTube-Video, aber es macht einfach verdammt viel Bock. Ja, und die Reichweite, die man hat, führt halt dazu, dass du geilere Projekte irgendwie umsetzen kannst. Draufgeschissen, Mann. Ganz ehrlich, ich hätte so ein Unge zum Beispiel auch, die hätten alle vor Jahren schon aufhören können. So draufgeschissen, Mann. What the fuck, Mann. Das sind mehrere Millionen. 120.000 Euro. Kuss an der Stelle an alle Donator nochmal. Scheiß mal drauf. Die hätten alle schon längst aufhören können. Aber wir machen es halt alle, weil wir das fucking lieben, Mann. Weil wir darauf Bock haben und weil wir vor allen Dingen immer in unserem Kopf die Bringschuld haben, euch das alles zurückzugeben, weil wir es lieben, für euch Content zu machen in irgendeiner Art und Weise und es ist einfach nur nice und deshalb tun wir das hier. Punkt. Richtig, richtig. Ja. Wieso spendet ihr dann nicht immer 50% eures Gehaltes? Gönnt euch doch die Aussage, macht keinen Sinn. Geld stinkt nicht. Weißt du denn genau, was wir im Privaten irgendwohin abspenden, was wir im Privaten machen? Wir haben das erste Mal jetzt hier wieder eine Public-Spenden-Aktion. Das ist eine Sache, aber du hast doch gar keinen Einblick darüber. Es muss doch nicht jeder öffentlich sagen, was er wohin spendet oder so weiter und so fort. Also, das sind auch immer so Aussagen, wo ich mir so denke, so, Bro, oder fort, Mann? Ich stimme damit nicht zu, weil das ist ein 15-Sekunden-Videoschnipsel auf Instagram. Das ist ein Tweet und das ist eine Stunde Streaming. Ja, ja. Und das dann halt gleichzusetzen mit vielleicht einem anderen Beruf, finde ich nicht gerechtfertigt. Wo man ja dazu sagen muss, diese 15 Sekunden, was ich Instagram-Story oder Stunde stream, kriegst du ja auch nur, weil du, keine Ahnung, 12 Stunden am Tag über Jahre lang da reinbutterst. Ne? Richtig. Das ist ja dann nur, wo du erntest in dem das Moment. Ja, das dann, ist genau, du siehst irgendwie die ganzen Kartoffeln, holst sie raus und verdienst. Genau, man erntet das, was man sieht, genau. Das heißt, du findest unfair, dass du viel verdienst? Ja, schon. Na, kann ich Miki unterschreiben? Es ist beide richtig. Du hast das gut unterscheiden können mit der Tätigkeit an sich und mit den wirtschaftlichen Auswirkungen. Deswegen haben beide. Für unsere Tätigkeit ist es absolut viel zu viel Geld. Viel zu viel Geld, dass wir sitzen und streamen und labern und zocken. Aber im Gegensatz dazu steht halt einfach eine wirtschaftliche Kraft und eine Reichweite und all das und halt einfach eine fucking Community, die uns durchcarried, man. Und das ist halt einfach die Sache. Das ist halt einfach die Sache, die das dann irgendwo ein Stück weit nicht rechtfertigt, aber zumindest ein Stück mehr reasonable macht. Du kannst ja alles, 90% dann spenden. Ja, 90% nicht, aber man tut ja auch viel dafür, ne? Aber wenn du mal da vielleicht ein Event machst oder machst dafür etwas Gutes, dafür kannst du es einsetzen, ja klar. Ja. Ist ja nicht so, als würden wir unser Geld die ganze Zeit für irgendwelche dummen Sachen ausgeben, so, ne? Also klar, gönnen wir uns mal hier ein bisschen da und Mykonos war natürlich auch ganz schön und so. Aber wir machen ja auch unglaublich viele Sachen, die im Hintergrund halt laufen, von denen halt einfach Leute auch nichts mitbekommen, wo wir auch gar nicht drüber reden müssen. So, ne? Ich glaube, generell als selbstständige Person hat man immer seinen Stress und viele selbstständige Berufe werden einfach überdurchschnittlich krass bezahlt. So, wenn jemand was erfindet oder irgendwas macht, dann muss man natürlich nicht immer nur sagen, jo, hat der so und so viel Zeit oder so und so viel Geld reingesteckt, sondern funktioniert die Idee halt einfach. Und bei manchen Leuten funktioniert die Idee halt einfach. Sagen wir, jemand steckt 10 Stunden Arbeit in was rein, erfindet was. Und wird davon Milliardär. Okay, es ist vielleicht nicht gerechtfertigt, aber er hat es verdient, weil er hatte diese Idee. Die Frage war doch halt auch, ob das gerecht. Gerecht. Ja. Und dem stimme ich halt nicht ganz zu, aber schon mehr zu. Ja. Weil wenn man jetzt den Aspekt beiläuft, dass andere zu wenig verdienen, dann finde ich es wiederum sehr annehmbar. Jeder kann erfolgreicher Streamer werden. Also gefühlt geht es ja diesmal mehr in eine Richtung, der eine mehr, der andere weniger. Würde ich aber auch sagen. Oder? Max? Ganz schwierig. Guck mal, wenn du bei den allerersten Streams und Videos vergleichst, die waren halt insane. Shit. Ja, und dann war über die Erfahrung, über die lange Zeit, ich habe ja
180-Grad-Wende gemacht. Du kannst das absolut nicht vergleichen. Aber wenn man halt ein Fable, ich sag immer so, man kann sich das nicht als Ziel setzen, aber wenn man mit Passion bei seinem Content dabei ist und einfach eine entertaining Person ist und das liebt und das gut macht und wirklich einfach irgendein Alleinstellungsmerkmal hat, dann kann man das auch schaffen. Dann kann das tatsächlich jeder schaffen, würde ich sagen. Wenn man das wirklich geil macht. Wie viele Streamer sind neu hochgekommen? Wie viele Streamer haben sich neu aufgebaut? Wie viele Streamer sind nach oben geschossen? Nick ist ein gutes Beispiel, Antonia ist ein gutes Beispiel, fucking Grumatra ist auch ein gutes Beispiel. Die haben es alle irgendwie geschafft, sich nach oben zu arbeiten, weil sie irgendwas irgendwie richtig gemacht haben. Und die sind noch nicht alle lange im Game. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ja? Deshalb. Also die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Ja. Aber man kann es schaffen. Weil jeder. Nein, nicht jeder, jeder schaffen. Nicht jeder. Nein. Aber ich sag, wie es ist. Mit einem Quäntchen Glück, glaube ich, und dem richtigen Durchsetzungsvermögen, einer richtigen Passion und einem gewissen Alleinstellungsmerkmal, dann kann man das schaffen. Ja, würde ich schon sagen. Natürlich. Und die ganze Zeit hochgepusht werden durch Reactions oder sowas ist auch kein Garant dafür, dass man ständig funktioniert. Es gibt sehr viele Leute, auf die ständig reagiert wird, die alle cool finden, aber trotzdem als alleinstehende Personen nicht funktionieren. Das ist so. Haben viele Leute Potenzial dafür, so. Aber diese Aussage, jeder, dass wirklich jeder das kann, glaube ich nicht. Nein, also nein. Das macht halt keinen Sinn. Aber wenn sich jetzt jemand, der sehr viel Reichweite hat, irgendeine Person aussucht und sagt, dich mache ich erfolgreich, würde das möglich sein mit jeder Person? Wenn die Frage heißen würde, kann man jetzt noch mit Twitch erfolgreich sein, wenn man zum Beispiel Bock darauf hat, dann auf jeden Fall ja. Safe. Aber dieser Punkt, kann jeder damit erfolgreich sein, ist, glaube ich, so. Jeder, glaube ich, nicht. Weiß nicht, also da, es muss halt die Passion, die ich habe ultra viele Leute gehostet, gepusht und alles Mögliche, wo viele erfolgreich wurden und die haben jetzt auch noch alle über 1000 Zuschauer oder weit drüber. Mhm. Ich habe auch viele Leute mehrfach gehostet mit unfassbar vielen Zuschauern, wo dann irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Follower mit einem Host rüber kann und nach einer Woche war keiner mehr da. Ja. Also nur Reichweite rüberbringen bringt nichts. Du musst dann auch irgendwas liefern, dass die Leute da bleiben. Genau, ja. Flamme da sein. Es und muss die hat auch, ja nicht jeder. Es muss auch die permanente gute Laune sein. Also das kann auch nicht jeder, dass man sagt, heute, egal wie es mir geht, egal was mir passiert ist, ich habe heute einen Livestream, klar kann ich den absagen, aber ich muss auch gut drauf sein. Ich muss ein Mensch sein, der grundsätzlich immer glücklich ist. Aber ich finde es auch mal völlig okay, wenn jemand vielleicht auch mal einen Scheißtag hat und trotzdem online authentisch. Ist. Authentisch, dass mir den Teil merkt, ey Leute, heute ist irgendwie ein Scheißtag, aber egal, ich gehe trotzdem online. Aber diesen Moment, dieses über den Schatten springen und sagen, heute geht's mir scheiße, aber ich gehe trotzdem mit dem. Genau. Und genau. Dann mit der Community. Oder auch mal den Moment haben, ich bin Revi und ich gehe jetzt einfach mal wieder nicht live, oder? So, ja. Kann man auch machen. Könnt ihr wieder sagen, ey, ich habe ja heute einen scheiß Tag und jetzt geht's trotzdem geil. Trotzdem da macht und Spaß. Man kommt safe. So rein, ja. 8 Stunden am Stück irgendwas auf die Beine zu stellen, was andere Leute als Unterhaltung bezeichnen, das ist auch nicht einfach. Ja. Ich sag jetzt mal so, es gab natürlich kleinere Streamer, wo ich immer mal reingeguckt habe oder so, die hatten eine Persönlichkeit, die war halt absolut scheiße so. Und wenn die Persönlichkeit auch nicht stimmt, dann, also in meinen Augen. Muss halt von der Persönlichkeit her auch eine gewisse Form von einem Unikat sein. Ja. Ich glaube, da haben wir vorhin ein bisschen drüber gesprochen, dass jeder Streamer einen gleichen Knacks hat irgendwie. Also man muss schon ein bisschen durch sein. Das ist definitiv. Verhaltensgestört. Alter, ich finde, Max ist komplett normal. Ich bin ultra normal. Ich finde, du bist so ultra normal, holy shit, du bist auch so normal, holy shit, Mann. Wir sind sowas von einfach normale Bürger, weißt du, was ich meine? Wir sind normale, aber übel, einfach normale übel. Deutsche, oder? Alle, die auf Mykonos waren, wir waren einfach so, wir sind eine komplett normale Truppe. Durchschnitt-Deutschen. Einfach so einfach normale Truppe, sag ich mal. Einfach normale Menschen. Ja, Verhaltensstörungen sind normal. Okay, das sticht auch Grundvoraussetzungen. Haben Sie eine Verhaltensstörung, dann können man muss ein bisschen komisch sein. So, wenn man sich jetzt hier jeden von uns anguckt, jeder ist so ein bestimmter Charakter, schwer vergleichbar. Jeder hat seine Sachen, wo die Community richtig geil findet. Das feiere ich bei dem und deswegen gucke ich auch ihn. Und das müssen einfach Aspekte sein, die gegeben sein müssen. Ja. Was sagt ihr zu dem Statement, ich habe mehr Probleme, seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe? Bleibt ihr hier? Ja. Okay. Weiß ich nicht, hast du mehr Probleme, seitdem du in der Öffentlichkeit stehst? Mehr Probleme? Würde ich jetzt nicht sagen, oder? Ja, was natürlich hatte man früher, als man einfach ganz normal studiert hat, bei den Eltern gewohnt hat, was hatte man da für Probleme? Hatte man keine. Ja, aber das, weißt du, das ist so ein bisschen, weißt du, nehmen wir an, du bist Schüler und fängst an zu streamen und bist dann in der Öffentlichkeit. Digga, in der Schule hast du ja keine Probleme. Vielleicht hättest du mehr Probleme in einem Paralleluniversum, wo du nicht gestreamt hättest und einen, sag ich mal, normalen Job gemacht hättest. Das ist ein bisschen schwierig zu... Privatsphäre und sowas hin und her, klar, kann das mit einspielen, aber ich sag's so, wie es ist.
Das ist alles, das sind alles, also ich glaube, die Probleme, die uns alle betreffen, also ich spreche da jetzt gerade mal für mich persönlich, das sind Alltagsluxusprobleme, das sind Probleme, die ich mit mir selber habe vielleicht, die mich an mir selber nerven und eventuell Kleinigkeiten, oh, ich bin genervt, wenn meine Heizung gerade nicht funktioniert, das ist kein Problem, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Das ist, es sind andere Probleme sicherlich, aber ich habe deshalb nicht mehr Probleme, würde ich sagen, nö. Nö. Ich würde stimme weniger zu. Ja, same. Krass. Also ich habe gerade drüber nachgedacht und ich sag, Probleme sind gefühlt immer noch von der Anzahl die gleichen, sie verändern sich nur. Ja. Umso größer du wirst, umso erfolgreicher du wirst, umso schlimmer werden vielleicht auch manche Probleme, aber umso mehr wächst du auch an ihnen. Deswegen bin ich jetzt bei neutral geblieben, weil Probleme, die verschieben sich nur. Aber es werden für mich nicht mehr, es werden einfach nur andere. So, ja, plus eins. Genau das wollte ich sagen. Eins im Chat, Leute. Könnt ihr mal so ein Problem eins nennen, wo ihr sagt, das ist so richtig verbunden mit dem? Privatsphäre einfach. Okay. Ich bin also was. Ja gut, Antonia wohnt auf Mykonos. Nee, wie heißt das? Madeira. Was? Madeira. Ja. Bei mir Madeira, ist es, ja. Ich schotte mein Privatleben so komplett ab von Twitch. Also ich zeige nichts auf Instagram, weil ich das einfach behüte. Und Miki war letztens im Dino-Park, hat das gefilmt. Er macht 1 Million Instagram-Stories jeden Tag, wie er sich ein Franzbrötchen kauft. Ja, der filmt den Bäcker ins Gesicht. Der macht am meisten Instagram-Stories von uns. Der filmt den Bäcker ins Gesicht. Ich beschütze so, ja, weil es mir sehr wichtig ist, so eine Privatsphäre. Kenne ich halt durch Madeira nicht wirklich. Das ist halt... Oh, das ist sick. So dieses Privatsphärenthema ist für mich halt so gar kein Ding. Ich wurde in 2 Jahren Madeira, glaube ich, 3-mal erkannt. Krass. So, ich habe das jetzt hier gemerkt, als ich jetzt hier angekommen bin. Ja. Und dann waren so Leute und die fragen so nach Fotos und ich war so, what the fuck? War so richtig ungewohnt, deswegen dieses Privatsphärenthema so. Ja, okay. Gar kein Ding irgendwie. Also bei mir haben sie vor der Wohnung gewartet, bei mir sind sie über die Straße gerannt, wollten meine Autotüren aufmachen. Das sind natürlich irgendwie schon Probleme. Das waren aber alle Frauen, die wollten alle Fritz Meinecke. Waren im 20 Minuten mit dem Auto hinterher, verfolgen einen die ganze Zeit. Mhm. Natürlich ist es wieder ein Problem, aber wenn ich jetzt zurückdenke, wo das nicht war, ich hab andere... Fahren. Unsere Fans haben nicht mal einen Führerschein, oder Max? Doch, doch, egal, ich bin von hier, von Hamburg, an die Ostsee gefahren, das dauert eine Stunde. Die sind mir einfach hinterhergefahren. Das waren 2 Typen, die hatten schon einen Führerschein oder auch, wo war das, nach dem Mittelaltercamp, wo ich um 2 Uhr nachts abgehauen bin. Mhm. 4 Autos auf der Autobahn hinterher. Chillig, Mann. Und alles. Es ist, chillig. Super. Also das in der Öffentlichkeit, egal wo ich mit Freunden, ich habe Samstag nicht gestreamt, weil wir uns mal mit ein paar Freunden aus der Schulzeit getroffen. Mhm. Egal, wo wir hingehen oder draußen sind, du kannst nicht, also... Oder ich war mit meiner Freundin im Kino und vorher waren wir in einer Bar und es kam for real. Es waren alle älter als ich und die ganze Bar wollte ein Foto haben. Und dann wollten sogar die Fotos haben, die mich gar nicht kannten, nur weil alle ein Foto mit mir haben wollen. Und wir saßen und alle haben halt durchgehend angeguckt und es kamen immer wieder Leute an. Und gerade wenn die dann auch Alkohol getrunken haben, es war jetzt, also es ist schon sehr wack. Also man kann nicht normal feiern gehen, der Kiez geht gar nicht mehr. Ja, klar, ins Kino, gut, das passiert Bar, mir halt auch. Ja, ja. Das ist schon... sehr viel und sehr nervig. Gerade ja, jemand wie ich, der mit fremden Leuten nicht so gerne reden möchte. Ich hatte es halt auch so, dass Leute irgendwie bei uns im Hausflur gepennt haben und so weiter und so fort und irgendwie im Office einen belästigt haben und so weiter und so fort. Aber das ist schon nicht cool, wenn auch so viele Leute einen oft nach Hause verfolgen oder sowas oder du bist irgendwo einkaufen und es sind immer Leute, die dir hinterherlaufen und denken, du merkst sie nicht und sie filmen die ganze Zeit und machen Fotos und sind mit 50 Meter Abstand und sind auf einmal zufällig immer im gleichen Laden wie du. Egal was du machst, das nervt schon ziemlich im Alltag. Das nervt schon ziemlich. Einfach Leute, die einen immer verfolgen. Ist nicht geil. Also ist echt wirklich nicht geil. Wenn ihr mich seht, Leute, ihr könnt einfach kommen, wenn ich jetzt gerade nicht am Essen bin oder sowas, die nerven auch wahnsinnig. Können wir gerne ein Foto machen und das können wir machen, aber dann nicht irgendwie Fortnite Friendlist reinpacken oder ihr sollt mir auch nicht euer Clash Royale Deck zeigen oder weiß ich nicht. Kurzes Foto machen und gut ist, wenn wir gerade nicht beschäftigt sind. Ja, ja, und bei mir fragt mich nicht nach Immobilientipps. Lasst mich in Ruhe. So. Oder so. Andere Probleme, die mir damals für das Verhältnis halt auch gleich schlimm waren, jetzt sag ich mal. Ne? Ist auch wieder ein Problem, aber es verschiebt sich einfach nur. Was haltet ihr von dem Statement, ich arbeite überdurchschnittlich viel? Danny. Muss ich mich tatsächlich... Ich bin ganz rechts. Da muss ich mich auf jeden Fall auch komplett rechts hinstellen, weil... Wenn ich überlege, und das ist bei Max genauso, die ganzen Projekte, die wir im Hintergrund machen, die wegbereiten, seit Jahren passieren, wo eine Öffentlichkeitsmeldung noch richtig lange auf sich warten lässt, weil es einfach langfristige Projekte sind, wie zum Beispiel so eine App-Geschichte, wo wir jetzt dran sind. Holy fucking shit, das ist so viel Aufwand, Mann. Und dann noch dies, das, jenes, das sind alles Sachen, die wir freiwillig machen. Und ich will gar nicht rumheulen und sagen, mi, 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 meh, meh, meh.
Schlimm? Ich hätte gern noch mehr Zeit. Also, ist ja, ich werde einfach gern mehr Zeit haben. Alle lachen immer, oh, du weißt nicht, wann Wochenende ist, aber das ist kackegal. Dann machst du halt mal einen Sonntag, weiß ich nicht, 8 Stunden Calls und danach geht und Termine und triffst dich mit Sachen, planst Projekte, Teammates, das Fußball-Event ist super lange, jetzt brauchen wir neue Leute im Cutter-Team, was wir alles einstellen mussten und ja. Wahnsinnig, wahnsinnig viel. Also erst 8 Stunden die ganze Zeit telefonieren, Calls machen ja. Oder jetzt, wo wir das Gamescom-Projekt planen, alles mögliche. Ich brauche einfach wahnsinnig viel Zeit, ja, regelmäßig. 8 Stunden Calls, dann 8 Stunden Stream, jeden Tag immer. Ja. Keine ich würde mich auch noch ganz mal stellen. Safe. Ein Vierteltag frei oder ja. So mit der Freundin oder sowas. Ich kann keine Beziehung aber ist ja auch freiwillig. Jetzt werden Leute sauer sein und sagen, das beschweren sich. Nee, das macht schon wir Spaß. Wir beschweren uns nicht, wir machen das gerne, aber es ist trotzdem sehr viel Arbeit. Ist so. Ja. Schwer, weil man muss halt vergleichen mit was. Ja, wenn du es mit anderen selbstständigen Berufen vergleichst, dann Pause. Nicht. Also, wir haben ja neben... Ich muss kurz einmal ganz kurz kotzen, weil hier schreibt einer, ja, der normale Arbeiter geht auch 8 Stunden arbeiten für viel, viel weniger Geld. Es ist erst 8 Stunden Calls und dann 8 Stunden Stream. Ja, richtig. Und dann nach dem Stream noch ein bisschen was. Richtig. Dann kurz pennen und dann musst du, um 11 wieder hoch, bist schon wieder im nächsten Termin, obwohl du bis nach 4 erst im Bett warst. Ja. Boah, ist der Kacke, den bann ich auch einfach. Man muss sich halt vor Augen halten, so dass für uns tatsächlich, wenn ich sowas lese wie, geh mal 10 Stunden auf den Bau, Junge. Ja, dann, also ja, nein, so, das macht keinen Sinn, diese Aussage. Geh mal 10 Stunden auf den Bau. Ja, okay, dann mach du von mir aus 16 Stunden am Tag das, was Max und ich machen. So, dann bist du wahrscheinlich auch geplättet. Also, das ist doch kein Maßstab. Jeder hat doch einen anderen Maßstab als wer anders. Der dafür macht der Dick Cash. Ja. Da haben wir eben ja drüber geredet. Wir haben ja nicht gesagt, wir machen das jetzt aus dem Geld. Es geht nicht darum, dass es fair ist oder irgendwas. Es geht darum, ist es mehr. Und das ist es auf jeden Fall, wenn es jeden Tag 15, 16 Stunden sind. Punkt. Ja, ja. Aber macht das auch freiwillig und es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Wir haben, also gefühlt, wir beschweren uns nicht über unsere Workload. Wir haben uns das selber ausgesucht und wir lieben es, neue Sachen zu machen und immer wieder. Und wir beschweren uns bei Gott nicht darüber. Aber trotzdem ist halt ein 12, 13, 14 Stunden Tag einfach zum Teil größtenteils normal, wenn nicht sogar mehr. Ja. Das ist normal, Normalität. Und das 7 Tage die Woche, 7 Jahre am Stück. Aber wir beschweren uns nicht, ganz wichtig. Mhm. Mit jemandem vergleichst, der vielleicht... Weil wir müssten das ja nicht machen. Wir haben uns das ja alles ausgesucht, die ganzen Projekte. Ja, genau. Projekte, ist, man könnte ja auch viel weniger machen. Wir ja, richtig, ja, wir genau. Ja sagen können, wir können auch 3 Stunden am Tag streamen und dann ein Video aufnehmen. Viel, das machen wir nicht. Das Fußball-Event muss nicht sein. Genau. Die ganzen Projekte, das LAN-Party-Studio, was ich gerade habe, das hätte auch nicht sein müssen. Ja. Es reicht auch 2-3 Mal die Woche zu streamen. Es würde immer noch unfassbar gut ankommen. Und der YouTube-Kanal würde auch noch laufen, aber man macht es ja freiwillig. Richtig. Wir jammern ja auch nicht. Schreibt jemand, jammern auf hohem Niveau. Wo haben wir denn gejammert? Ja. Wir sind überglücklich und dankbar dafür, was wir machen. Wir beschweren uns ja nicht. Seine geregelten Arbeitszeiten hat, dann vielleicht schon. Ja, nein, ich meine halt so, ich vergleiche es halt so mit euch, so von Streamzeiten her. Weil jetzt nicht bei mir wegen der Arbeitszeit. Ich streame halt absolut wenig. Ich streame wie oft? 3 Stunden am Tag und dann bin ich auch fertig. Ich hätte, ja. Ja. Ja, es geht immer mehr so. Es geht mehr, weil privat halt, ja, aber privat ist ein bisschen Stress. Aber ich glaube, wenn man den Durchschnitt betrachtet, dann sind wir, glaube ich, mental schon fast immer in unserem Beruf, wenn man das nicht abschalten lernt. Mental bist du eh immer, egal wie oder wann. Ja. Und dann ja auch der Punkt, ja, was ist denn jetzt Arbeit? Wie definiert man das? Weil ich habe immer das Gefühl, Arbeit ist halt eigentlich die Definition, du machst was, um Geld zu verdienen. So, da kann man das andere damit reinzählen. Aber zum Beispiel bei Zuschauern merke ich das ganz oft, die sagen dann, ah cool, jetzt 4 Wochen auf Madeira, schönen Urlaub. Ich denke mir so, ja nee. Ist zwar geil dort, aber ich arbeite da normal weiter. Ich mache meinen Kram immer noch, ich mache meine Videos, ich drehe. So, und deswegen überhaupt. Mykonos haben wir theoretisch auch gesoffen und dabei gearbeitet. Das ist halt ein Luxus, den wir dann haben. Wir haben trotzdem gestreamt. Ja, Mykonos war schon. Videos also gemacht, für mich war Mykonos mehr Urlaub. Ja, ich habe die ganze Zeit gevloggt zum Beispiel halt. Na gut, ne? Das auch, ja. So, ja, aber das war jetzt auch nicht todesaufwendig. Also ich mache das ja auch gerne so. Ne? Das ist halt, ja. Die Definition Arbeit ist in vielen Köpfen so, ja okay, das ist was, wenn du was machst, wo du Geld verdienst, aber es ist auch irgendwie scheiße, du bist froh, wenn Feierabend. Das ist immer die Ansage, viele Leute denken, Arbeit darf keinen Spaß machen, weil sie Arbeit mit was Negativem verknüpfen und wir leben in dem Luxus, dass wir dieses Problem nicht haben, weil bei uns ist Arbeit was Schönes, was Geiles und big sorry an Leute, die Arbeit mit was Negativem verknüpfen, können wir nicht ändern. Wir haben die Luxusposition, das Glück, dass wir Arbeit machen, die uns Spaß macht. Ja. Ich glaube, bei uns ist es halt eher Leidenschaft, wo wir sagen, klar ist Arbeit, aber irgendwie auch geil und das verschwimmt das immer so. Ne? Ja. Wir stehen alle hier, wir arbeiten, kriegen aber
nicht immer Geld dafür, Dave. Nein, aber es macht ja irgendwie geil, aber es ist halt trotzdem wieder Arbeit und wir haben am Sonntag und ich bin seit, was, ihr kriegt seit kein Geld? 6 Uhr mit dem Auto unterwegs. Auch die Sache mit Urlaub. Wenn ich an Urlaub denke, denke ich nehme mein Kamera-Equipment mit, jetzt wird gevloggt. Ja. Ich glaube, wir arbeiten wahrscheinlich alle ähnlich viel wie Leute, die sich gerade ein Business aufbauen. Freundschaften leiden durch Streamen oder habe ich durch Streamen verloren? Wie ist bei dir? Ich bin voll zu, what the fuck? Also ich habe echt ein paar Freundschaften auf jeden Fall darunter gelitten. Definitiv. Also da gab es schon immer wieder mal, ja Bro, du hast jetzt den ganzen Tag Calls gehabt und hast deine Videos gedreht. Ja, stream doch heute einfach nicht. Was soll denn das? Nimm dir doch Zeit für uns. Das gab's schon oft. Das würde jetzt bei mir keiner sagen, aber es ist halt, es kommt halt ultra doll zu kurz. Ne? Guck mal, ich stream jeden Tag, jeden Abend, jedes Wochenende. Du gibst ja keine Zeit. Das war jetzt... Dass wir uns getroffen hatten, Samstag, das war eigentlich dope, das war, das eigentlich wollten wir, hätte ich jetzt nicht verletzt, hätten wir was gemacht, ging jetzt wegen der Verletzung, jetzt haben wir uns getroffen, das war das Geburtstagsgeschenk von vor 2 Jahren, was eine ehemalige Schulfreundin mir geschenkt hat, war auch ein ultra geiler Abend, aber ist halt unfassbar selten. Es verschiebt sich halt ein bisschen, es ist halt so ein Hybridmodell. Guck mal, jetzt die Freunde aus der Schulzeit sieht man weniger, aber dafür zocke ich jeden Abend mit Mickey, Rumatra, Reapers, Big Spin, Chef Strobel, dir und so, und das ist ja genauso eine Freundschaft, nur dass es halt mit Arbeit verbunden ist. Ja, richtig. Aber auf jeden Fall, Freundschaften leiden durchs Stream. Gerade klassische Freundschaften auf jeden Fall. Zum Beispiel kann ich das sogar noch ein Stück weit, weiß nicht, ob die Frage noch kommt, sogar erweitern, dass ich sage, also bei mir hat es auf jeden Fall auch die Beziehung damals zerschossen. Definitiv nicht nur durch Streaming, sondern auch dadurch, dass ich halt einfach 10.000 andere Projekte mache, die ich irgendwie bevorzugt habe. Und es ist auch wahrscheinlich ein Mitgrund, warum ich jetzt halt auch Single bin, weil ich halt weiß, boah, jetzt eine vernünftige Beziehung zu führen, würde ich einfach nicht stemmen können. Das ist so ein Ding halt einfach, ne? Ja. Max kriegt das sehr gut hin. Aber du hast auch mit Selina jemanden an deiner Seite, die extrem verständnisvoll dafür ist, ne? Die hat da Verständnis für, das stimmt. Was? Zweimal die Woche irgendwie einen halben Tag was machen oder ich stream mal vormittags und dann macht man abends was. Gerade wenn sie dann irgendwie Zeit hat, das geht schon. Ja. Beim normalen Berufsleben auch so. Ja, kann in jedem Job passieren. Ich kann es voll verstanden. Nochmal. Angenommen, du steckst jeden Tag 8 Stunden rein und das ist ein Kumpel, der hat dann auch nur am begrenzten Zeitraum Zeit. Kannst ja auch nicht mehr viel mit ihm machen, wenn du beispielsweise deinen Stream fertig machst und er halt dann zu dem Zeitpunkt, wenn du fertig bist, anders machen musst. Alle anderen arbeiten ja tagsüber und wir hauen die Streams ja erst an nach Feierabend, so 18, 19 Uhr, wenn der Durchschnittsbürger vom Feierabend nach Hause kommt, damit sie die Streams schauen können. Und da beginnt dann ja unser Livestream. Das heißt, es ist halt auch einfach schon vom zeitlichen Zyklus echt schwierig zu setzen. Plus, wir haben halt davor die Stunden natürlich dann auch nochmal irgendwie... noch was gearbeitet, na klar. Die meisten Streamer abends streamen, wo die meisten Feierabend haben, die normalen Beruf machen. Zeiten sind es schwierig. Ich denke mir aber auch, das kriegt man trotzdem hin. Das weil, kann man wenn man sich diese Off-Days nimmt. Ja, aber und das muss dann irgendwie auf Krampf sein. Weil du musst ja auch mal irgendwann die Energie und Kraft haben, so wie ich 100% da bei dem Ding zusammen. Jemand schreibt gerade, ich werde Lehrerin, ich liebe meinen Job und 6 Wochen Ferien sind es leider auch nicht. Ja, das ist genau das Ding. Alle denken, oh Lehrer, wie chillig, die haben 6 Wochen Ferien, die haben wie Schüler Ferien, die haben so viel Urlaub. Nee, die müssen Unterricht vorbereiten so. Das sind alles Sachen, die hinterfragt man nicht, wenn man in dem Berufsfeld gar nicht arbeitet und halt überhaupt keinen Plan hat, was da eigentlich abgeht. Oh, hier haben wir noch einen interessanten Kommentar, das kannst du sagen. Von zu Hause arbeiten ist auch mega geil, wenn du dein Setup und alles Mögliche da hast. Du arbeitest, streamst du von zu Hause? Ich stream nicht von zu Hause, ich habe ein Büro. Weil das nicht geil ist. Weil es absolut kopfig ist, wenn du das nicht differenzieren kannst. Du musst einen festen Tagesrhythmus haben, du brauchst irgendwas, wo du hinfährst, du brauchst einen Purpose. Wenn du nur aufstehst und dich nicht wäschst und einfach am PC gehst und zockst, das machst du ein halbes Jahr und dann bist du so dermaßen depressiv und kaputt da drin, wenn du nicht noch nebenbei was anderes machst, dass es dich komplett runterzieht. Mach mal ein halbes Jahr Homeoffice, das macht dich kaputt, das ist nicht chillig. Ja genau, Homeoffice kommt den ganzen sehr gut, kommt das Ganze sehr gut ran. Ja, teilweise mein Auto steht jetzt wieder seit 4 Wochen da, ich war nicht draußen, das einzige Interaktion, die ich hatte, war ins Fitnessstudio gehen und dann, ich weiß nicht, danach noch irgendwo Mittagstisch sich beim Italiener abholen oder einkaufen gehen vielleicht. Ja. Das fiel jetzt ja auch raus. Also es ist wirklich einfach manchmal so, dass ich einfach 2 Wochen zu Hause bin, ohne irgendwie jemanden in echt zu sehen. Also das ist schon, also hat Vor- und Nachteile. Also so ein Bürojob, wo, keine Ahnung, es ist so Freitag, 16 Uhr, Feierabend, alle packen ein und gehen raus, nach Hause, feiern, dass Wochenende ist und sowas. Dieses typische Feierabendding mit allen Leuten zusammen hat man ja nicht. Nee, hat man nicht. Oder man entscheidet sich bewusst dagegen, sich selber irgendwie da einzuschränken in seinem Jobfeld. Was man auch manchmal machen muss. Dann sagt man, nee, stream heute nicht. So. Aber das ist halt immer, das ist nicht nur, das darf man nicht vergessen. Dann denkt ihr so, oh, dann ich hab doch genug Geld, dann stream halt einfach nicht. Das ist nicht die finanzielle Entscheidung, die es bei uns ist, sondern primär die gefühlte Bringschuld, die man gegenüber der Community hat,
aber auch der Pace und der Bock, den man darauf hat, ne? Ja. Ja. Hier schreibt einer, bin seit anderthalb Jahren zu Hause wegen der Uni und das ist so ein Müll, keinen wirklichen Tagesablauf zu haben und auch keinen Unterschied zwischen Wochenende und Woche. Ja, ja, genau. Ja, richtig. Das ist auch richtig. Wenn du was unternimmst, so. Es ist aber sehr wichtig, dass man Leute hat, die nichts immer mit dem Streaming-Bereich zu tun haben, weil man außenstehende Person auch braucht. Sonst geht es immer nur in deinem Kopf um die eine Sache. Die andere Sache ist, finde ich, warum ich jetzt so auf neutral stehe, ist, da war ja noch die Frage, ob Personen sich von einem distanzieren. Ne? So, ich finde, das ist nicht der Grund. Deswegen stehe ich auch bei neutral, weil wenn das Leute machen, dann liegt das nicht an der Arbeit, die du machst. Wer keinen Respekt davor hat, was deine Arbeit betrifft, den brauchst du auch in deinem Leben nicht, denke ich. Habt ihr alle feste Streaming-Zeiten? Ja. Nein. Spontan. Also ich glaube, deswegen stehe ich so ein bisschen anders. Ich habe mir von Anfang an gesagt, okay, Twitch ist für mich eine Spielwiese, habe ich Bock drauf, aber es gibt keine Streaming-Zeiten so. Und ich gehe halt einfach dann online, wie ich Bock habe. So, ich habe schon mal aus dem Nichts einfach 14 Stunden Stream gemacht. Ja, so. Komm mal. Ja. Ich glaube, das ist der große Unterschied, wenn du halt wirklich sagst, ey, sechsmal die Woche, immer. Oder Antonia, die gerade einfach so nichts 13 Tage am Stück streamt, what the fuck. Ja. Und dann bis dann, weil ich da meine Core-Community habe, dann klar, dann schränkt das ein. Aber gefühlt baue ich das Streaming bei mir immer in meine Lücken rein. Okay. Bei mir leidet da keine Freundschaft drunter, würde ich nicht sagen. Ich empfinde andere Streamer als starke Konkurrenz. Überhaupt nicht. Keiner von uns, oder? Überhaupt null. Naja, läuft doch, oder? Absolut. Ja. Also ich muss sagen, ich persönlich habe dieses Konkurrenzdenken. Komplett, auch bei YouTube nicht oder bei Instagram nicht. Niemand von uns ist angepisst, wenn der andere mal mehr Viewer hat oder mehr Subs hat oder mal mehr verdient oder so. Hey, wir sind ja alles Kollegen, Alter. Und jeder ist seines Glückes Schmied. Und die Plattform profitiert davon, wenn andere. Guck mal, jetzt guck mal, bestes Beispiel hier. Der letzte Freitag. Normalerweise streamen da immer Monte und Gronkh. Gronkh kann nicht wegen den Überschwemmungen. Monte ist spontan im Kurzurlaub. Klar habe ich dann 5.000, 6.000 Zuschauer mehr als normal an einem Freitag. Das merkt man, dass die Leute, man sieht ja auch die Zuschauerüberschneidung, dass bei vielen Monte auf 1 ist und bei mir auf der 2, die dann am liebsten schauen. Aber wenn die anderen beiden halt live sind, ist es bei mir weniger. Aber alleine wie viele Viewer Monte und Gronkh der Plattform gebracht haben, profitieren wir wahnsinnig daraus. Genau so sehr. Deswegen wünsche ich all den Streamern unfassbar viele Viewer. Natürlich und viel auch Erfolg. Ich cool bin, das sind natürlich alle. Aber und das sagen wir jetzt doll, nicht so auf. Das ist eher so ein gemeinsames Projekt. Sagen wir jetzt nicht so auf, oh, wir sind so versöhnlich und wir gönnen jedem seinen Hack. Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn jetzt ein riesiges Arschloch an der 1 wäre, dann wäre ich natürlich richtig angepisst. Aber das ist halt keiner von den Leuten hier. Wisst ihr, was ich meine? Wenn jetzt wirklich der größte Kacklappen auf der 1 wäre, dann würde ich sagen, ja, absolut ist das für mich eine Konkurrenz, weil das gönnt man dann natürlich überhaupt nicht. Aber hier ist es wirklich so, dass wir sagen, ey, ist alles cool, wir kennen uns alle untereinander, alles nice, alles fein. Punkt. Ja. Irgendwie noch nie wirklich gehabt. Auf YouTube, finde ich, schnappt man sich's noch weniger gegenseitig weg, weil du kannst dir das Video angucken, das Video angucken, das Video angucken. Beim Stream ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Wenn jetzt zwei gleichzeitig online sind, musst du dich halt theoretisch entscheiden, wem du zuguckst. Aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland das alles schon sehr so gruppenmäßig ist. Alle gut verstehen, hier und da ist noch ein bisschen irgendwie Schwierigkeiten, aber sonst ist es doch geil, Leute treffen sich, drehen Videos zusammen, am Events, also ich feiere das. Ja, es sind ja auch nicht alle immer gleichzeitig. Und, Entschuldigung, ist gut. Der Kuchen von dem gesamten Ding ist sehr, sehr, sehr groß, sehr groß. Vielleicht auch Frage an euch, ist euer Stream besser oder schlechter, wenn ihr zum Beispiel normalerweise 4.000 Zuschauer habt und jetzt habt ihr heute 2.500 Zuschauer? Ich habe zum Beispiel meine Zuschauerzahlen gar nicht da. Ich sehe erst nach dem Stream, wie viele Leute mir zugeschaut haben. Hast du deine Zuschauerzahlen an? Immer. Brauche ich ganz dringend nicht zu wissen, wie viel ich habe, sondern als Feedback. Wenn wir jetzt zum Beispiel die verschiedenen Reactions sehen, sehe ich, wie viele Zuschauer bei verschiedenen Videos sind. Oder wenn ich jetzt was in Clash of Clans mache, was soll ich machen? Farmen oder Trophäen pushen? Soll ich in Clash Royale Free-to-Play oder Pay-to-Win? Ich brauche durchgehend die Zuschauerzahlen, dass ich weiß, was die Leute geil finden. Ich habe es zwischendurch immer wieder mal an und lurk immer wieder mal rein, aber ich mache es meistens tatsächlich aus mittlerweile, weil es mich wirklich überhaupt nicht juckt. Und ich sehe es da manchmal durch den Chat, wenn jemand schreibt, ah, okay, krass, warum so wenig? Oder ah, okay, nice, so und so, so und so und so. Aber im Endeffekt, keine Ahnung. Die Zuschauer sind es egal, aber selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, 2000 Zuschauer habe und dann sehe ich, wir gucken uns heute die und die Reaktion an und dann schalten auf einmal 400 Leute ab, das Feedback an sich reicht mir. Die absolute Zahl ist egal, nur die Tendenzen, in welche Richtung es sich bewegt, ist halt, finde ich, ganz hilfreich. Genau das, einer schreibt gerade so 5.634 und einer schreibt, krass, warum so wenig? Ja, genau. Das interessiert mich einfach nicht. Die 90% aller Leute, die zugucken, texten nicht mal in den Chat. Das heißt, die 10%, das sind die beim Konzert vorne in der ersten Reihe. Aktiv geiler Chat ist das Geilste, was man haben kann. Das kann man auch mit 100 Zuschauern haben. Einfach immer reinchatten. Schreibt dir richtig geil rein, spammt den Emotes, den ganzen Scheiß. Das brauchen wir. Wir brauchen keine vielen Zuschauer.
durch die Anonymität im Internet, es gibt so viele Vollidioten auch auf der Twitch-Plattform. Das sind meistens die lautesten, aber mit 246.000 Bands sind die einfach raus. Und ein guter Chatter, der gute Gags bringt, ja, geile Fragen so geil stellt, Sachen weiß, wenn man sie fragt, alleine wie viel die Community mir schon durchs Games geholfen hat und ultra geile ja Gags rausgehauen hat, die einfach dann auch in die Videos kommen, ist insane. Also eine aktive, lustige, nice Community ist ja einfach geil reinchatten, alles mit partizipieren, Emote spam, wenn euch was abfuckt, mhm, dann sagt das einfach, übergeil, Mann. Das sind die Aktiven im Chat. Mhm. Und die sind auch da, wenn du nur 20, 30 Zuschauer hast. Mal ganz übertrieben. Mhm. Und ob du jetzt 2 oder 4.000 hast, das sind trotzdem die lautesten. Ja. Und das macht die Interaktion im Chat aus. Wenn ich kein hauptberuflicher Streamer wäre, könnte ich ohne Probleme einen anderen Job ausüben. Danny. Würde ich tatsächlich voll zustimmen. Weil ich eine Ausbildung habe. Und halt in dem Bereich jetzt gerade arbeite nebenbei noch und das echt gut hinbekomme. Punkt. Ah, schwierig gerade, schwierig. Leben ist hart, Leben ist hart. Ja, die Frage ist halt, ob er geil wäre, der Job. Ja, ich könnte, aber Bock habe ich nicht drauf, ganz ehrlich. Ja, das ist die Frage. Das ist das Ding. Man könnte, aber man hat keinen Bock drauf. Okay, ganz schnell einen Beruf aussuchen. Welchen würdet ihr nehmen? Ihr könnt frei wählen. Pilot. Immobilienkauffrau. Oh, Antonia! Max, was würdest du machen? Wäre ich nicht mit Stream angefangen, wäre ich ja zum Bund gegangen, 13 Jahre, Offizierslaufbahn. Ja. Alter, du als ein geiler Offizier oder General mit so einer Zigarre im Mund. Sonst fand ich auch das Studium ultra geil. Ich wäre wahrscheinlich in Markt- und Werbepsychologie, wahrscheinlich in einer Marketingagentur gelandet. Ja, sowas kann ich mir auch vorstellen. Da kann man auch Vollgas geben, das wäre auch geil, Mann. Ja. Mhm. Oder Drogendealer, ne? Drogendealer, richtig. Ich wäre so ein guter Drogendealer. Alter, einfach mit deinem Schnurrbart siehst du so kriminell aus. Holy shit, Mann. Das ist gut. Richtig geil. War ich. Bruder, kein Plan. Ey, ich sag Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Fritz Meinecke passt zu Feuerwehrmann. Das ist schwierig zu sagen, ne? Also ja, du musst es ja, sag ich mal. Weil Fritz Meinecke wäre ein richtig geiler Feuerwehrmann. Holy shit, Mann. Digga. Scheiße, ja. Ja, also der würde einen auch echt aus dem Haus raustragen. Da würde ich auch mein Haus ein bisschen absichtlich anbrennen. Oh damit nein, der kommt. Rette mich. Der, kommt, dann, der kommt. Kommt dann so oben ohne, weißt du, so ein Bier. Ja, genau, mit so einer raus. Axt durch die Tür, obwohl die Tür offen ist. Der schlägt die Wand daneben kaputt, neben der offenen Tür. Ja, genau. Also ich würde schon sehr klappen, gerne so Pilot. Oh. Aber wenn du von deinem Flug nach Hause kommst, würdest du nicht die Kiste anschmeißen und irgendwie zocken? Ja. Habe ich davor ja auch gemacht. Genau. Und dann denkst du dir doch irgendwann wieder, okay, komm, ich kann die Cam auch nebenbei anmachen. Und dann bist du wieder drin. Ja, also ich würde ja Pilot würde ich machen, aber dann noch Stream. Ja. Danny? Bei mir wird es, glaube ich, nicht fit gehen. Ich glaube, also wenn ich so an einen festen Job gebunden wäre, wäre nichts für mich. Ich glaube, ich würde mental komplett kaputt gehen. Hast du es schon mal? Ich hatte nicht irgendwie in der Ausbildung, aber halt an Praktikum oder so mäßig. Da hatte ich halt auch schon ordentlich 8 Stunden so. Und dann ging es mir gar nicht gut. Mir ging es gar nicht gut. Und ich bin recht unfähig und tollpatschig. Also es wird alles, was ich anfassen würde, würde kaputt gehen. Deswegen ja. Es ist doch die Frage ein bisschen, wie man es sieht. Ich glaube, jeder von euch hat genügend Erfahrung, um mit seinem bisherigen Wissen etwas anderes machen zu können. Also ich glaube, von den das Skills halt her auf jeden Fall. Was? Safe. Habe ich gerade ein Voice-Gag gehabt? Ja, natürlich. Hä? Ich habe das normalerweise nie. Natürlich hast du das. Nein, habe ich. Also, hä? Mhm. Okay, krass. Nee, normalerweise habe ich das nicht. Mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben, könnte man super viele andere schon Jobs machen, ja. Ja, das stimmt schon, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ich glaube, Max könnte zum Beispiel ein unglaublich guter Gitarrenlehrer werden. Ja. Machen. Aber die Frage ist dieses, also was ich halt so mega daran schätze, ist dieses... Hä, wie kann ich nicht mitbekommen, dass ich Voice Crack habe? Wie dumm bin ich denn bitte? Freie sein, freie Entscheidungen. Ja. Wann mache ich was, wie mache ich was? Und das wäre ja das Problem. Diese Freiheit, die da ja mitkommt irgendwie. Der eigene Chef zu sein. Ja. Der fällt halt weg. Ja, eben. Und das ist auch mit der geilste Punkt an dem ganzen Ding. Also da sind wir wirklich alle gebläst, so nach dem Motto, dass wir halt wirklich so leben können, wie wir leben wollen. Es ist Fluch und Segen zugleich, weil es kommt keiner, der den Arsch tritt. Wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Ja, eben. So. Genau. Ich empfinde großen Druck. Oh, ja, Inscope hat auch immer großen Druck. Schwanzdruck, meint er. Ja. Hast du großen Druck? Großen Druck? Momentan ist viel. Ja, bei mir auch. Momentan ist viel. Ganzen Company-Shit, das ist großer Druck, ne? Ja, es ist so. Aber haben wir jetzt ausgesucht? Und wie gesagt, Man hat sich's ausgesucht. Aber es fiel auf einmal. Ja, das stimmt. Ja. Also ich stimme voll zu, dass ich schon sage, ich habe großen Druck, aber der ist oft nicht von außen, sondern von mir von persönlich mir selber. Selbst, ja, weil man sich über die Jahre was aufgebaut hat, sei es seine Streams, sei es seine Videos und denkt so, oh geil,
Und dann so, ja gut, jetzt, was kommt jetzt? Und dann denkst du so, ja, nicht so langweilig, habe ich schon gemacht. Also der Druck kommt eigentlich nicht von der Community, sondern bei mir, einfach von mir selbst, weil man so einen gewissen Anspruch sich erarbeitet ja. hat. Ja, und du willst ja auch nicht immer im Stream dasselbe machen, so. Da denkst du ja auch, dann irgendwann hast du dann diesen Druck. Wenn du immer öfters dasselbe machst, denkst du auch so, okay, du willst was Neues machen. Manchmal reicht es ja auch einfach, wenn nur du da bist, ohne dass du direkt ja, was machen musst. Wenn du da bist. Aber ich verstehe natürlich, dass man immer was bieten möchte, ja. aber du reichst manchmal einfach, weißt du? Ja. Ich finde, dass durch Streaming voll viel Druck weggefallen ist, den ich so im Leben hatte, hinsichtlich, was will ich später machen und finde ich was ich nice finde. Deswegen ist mir eher Druck weggefallen. Manchmal führt halt, finde ich, auch der Druck aber dazu, dass man dann gerade noch mal was Geileres hinkriegt, wenn man sagt, okay, ich will jetzt noch mal, ich gehe noch mal rein, ich brainstorme noch mal. Ist auch wieder Fluch und Segen. Ne? Du hast, hast du immer Druck, wenn du in der Zone bist? In der Zone nicht, nein. Nee, aber wo hast du Druck, wenn du zockst? Zocken? Ja. Ich bin Clash Royale einen neuen Trophäenrekord aufstellen möchte und vom allerletzten Matchpoint bin. Da hast du Druck? Und dann ist ein übelster Sweater da und der macht mir einfach richtig fertig. Ja. Und in Dead by Daylight, klar, das ist halt ein Horrorgame. Da hast du auch Druck. Das ist wahnsinnig gruselig, ja, ja. Okay. Diesen inneren Druck, um was Besseres zu machen, der dich irgendwie ein bisschen irre macht manchmal, aber plötzlich schaffst du es dann doch wieder, irgendwas Geiles Neues zu zaubern und dann denkst du, Alter, geil. Ich bin zufrieden und glücklich. Hui. Micky. Gesamte Lebenssituation oder gerade nur einfach Beruf in die Richtung? Wie du es interpretierst, ist dir überlassen. Oh, Danny, was ist da los? Bruder, ich kann zu bestimmt gar nichts tun, ich kann stimmen voll zu. Ja, fühle ich. Fühle ich manchmal. Ich stimme voll zu. Ich würde sagen, stimme eher zu bis stimme weniger zu. So ein ich würde sogar noch, wenn es eine Stimme voll zu wird, könnte ich sogar noch eine weiter nach rechts gehen. Ja, Digga, bei dir ist doch alles echt geil, ne? Ja, das ist echt irgendwie lucky auch alles. Du hast halt eine Familie, du hast zwei Kinder, Alter. Oh okay. Jetzt habe ich es geleakt, Bro. Bro, fuck, Alter. Oh mein Gott, was? Oh, Bro. Ja, jetzt sag ich es auch, Revi hat vier Kinder. Ja, Tobias, Alter, ich mag den Kleinen echt gerne. die heißen alle vier Tobias. Ich bin ein bisschen dumm. Ja, kein Plan. Ich habe halt Tage, wo ich extrem mies drauf bin einfach, aber dann gibt sich das über den Tag. Heute war so ein Tag, wo ich richtig sauer war. Meine Heizung war aus, ich hatte kein Warmwasser und war einfach scheiße drauf. Und habe ich kalt geduscht und war richtig schlecht gelaunt. Dann habe ich meinen Kaffee über mein Bein gekippt. First World Problems, sowas von. Und da war ich richtig sauer, weil wir dann noch ein bisschen Stress hatten bei einem unserer Businesses. Und dann war ich aber gut drauf, weil ich den Stream angemacht habe. So. Und dann ist es wieder so, ne? Also. Mhm. Ich gehe nicht deep ins Thema rein. Du möchtest dich nicht deinen Ängsten stellen. Es ist keine Angst. Oh. Bisschen ruhig jetzt hier gerade. Also ich sag so, von mir aus, eigentlich ist das Leben gut, aber ich mache es mir selber manchmal zur Hölle. Einfach wegen Gedanken. Druck oder man hinterfragt vieles selber einfach oder bringt sich selber einfach in scheiß Situationen rein. Deswegen, ja. Also eigentlich ist das Leben eigentlich an sich doch ganz, ganz, ganz cool. Aber bin gut glücklich eigentlich. Ich habe mich jetzt bei noch mehr als über Stimme voll zu, weil ich sage, wenn ich jetzt komplett bei 100 oder über 100% bin, dann bin ich ja schon am Ende von allem angekommen. So, was kommt dann noch? Aber irgendwie brauche ich noch. Ich brauche noch dieses Mühe, da ist noch was. Irgendwie. Vielleicht geht da noch ein Tick mehr. Ja, aber das Ziel. Ja, das Ziel, noch, ja klar. Aber immer ein kleines Ziel, ein mittleres Ziel, ein großes Ziel. Aber halt auch irgendwo, und da bin ich, der Weg. Ja, der Weg. Also, Micky. Der Weg, oder Max? Der Weg. Der Weg ist das Ziel, oder? Ist immer der Weg, ist es, oder? Der Weg. Ist doch der Weg, oder? Ja. Der Weg. So, ja. Ja, wir sind so. Ja, wir nicht. Und, einfach der Weg dahin. Ja. Der Tag. So, ich halte mir das jeden Tag vor Augen. Tag und der Weg. Ja, muss immer denn. Das ist so, eigentlich ist das nicht so Ruhrpott-Deutsch. Sondern also so der Weg und der Tag und dann Dortmund, da nachtig essen. Weißt du, was ich meine? Der Weg. Also schon, ja. Spiel Videospiele. Ich verdiene damit Geld. Ich kann alle. Da hat Micky ja wieder den wahnsinnigen Blick. Siehst du das? Ja, der ist wahnsinnig. Der ist nur noch ein halbes Uso und schreit dann an. Ah, ja, heute Abend ist unsere Nacht. Micky beruhigt dich. Heute Abend gehen wir steil. Alles bezahlen. Ich kann in den Supermarkt gehen. Ich muss nicht auf die Preise gucken. Ich kann Miete bezahlen. Ich habe flexible Arbeitszeiten. Und ich bin da einfach, was das angeht, voll mit mir im Rhein. Und vergesse. Und dann macht es wieder auch richtig Spaß. Und richtig zufrieden und richtig glücklich, dann auch wieder diese Ziele zu haben. Hier versucht einer gerade die ganze Zeit ein Emote bei mir in den Chat zu schreiben und er hat es viermal versucht, nicht hinbekommen, Max. Und er wurde einfach getimeoutet. Und danach zu streben.
Und das einfach voll auszuleben. Ja. Selbst wenn man noch voll viele Sachen hat, die man gerne noch machen würde im Leben, und man sagt, da möchte ich noch hin, kann man trotzdem voll und ganz happy sein mit dem Weg, auf dem man gerade ist. Ja, okay, komm. Ich muss ja. Ich will auch genauso. Ich gehe noch ein bisschen. Nein, lass uns da runter. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert Dave für weitere Videos in der Art. Und glaubt mir total, wie es gefallen hat. Ja, Digga, kein Plan. Genau. Das ist das, was Danny sagt. Stark. Stark. We like this video. Ey, gut, dass wir es geguckt haben. Ich würde es liken, aber ich bin nur noch in Discord-Übertragung. Scheiße. Cool. Nice. Revi und Trimax. Ja. Gezeichnet Revi und Trimax. Ich schreibe mal ein Unzeichen. Alter, was? Witzig. Dafür, dass du seit 10 Jahren am PC arbeitest. Caps Lock, okay. Soll ich noch Uhrzeit dazu schreiben? Ja. Uhr ist es schon, fuck. Ich war um 19 Uhr mit Bixman verabredet. Echt? Ja, dann gehen wir jetzt lieber, oder? Hast du recht. So, in diesem Sinne, Max, es war ein Traum. Ey, wartet mal, die Leute sind ultra lost. Die fragen jetzt, wie alt sind meine Kinder, Junge oder Mädchen? What the fuck, das war ein Fake. Hä? Hab ich 2012 geschrieben. Wie unfähig, gefällt mir. Jetzt steht da aber, dass es bearbeitet wurde. Jetzt steht das, wurde bearbeitet. Halt's Maul. Ja, ist immer noch falsch. 2021, hallo? Scheiße. Zweimal, ihr seht da zweimal bearbeitet. Sieht man das wirklich?